Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clickbait mit mir, dem Thorsten. Das Spiel heißt Clash of Clans und die ersten Updates sind da. Gar keine Frage, natürlich nicht im Spiel, sondern ich fühlte mich so ein bisschen genötigt, hier einige Accounts von mir doch noch ganz schnell abzudaten, denn die waren eigentlich schon in den Startlöchern zum nächsten Rathaus, das heißt alles pickepacke voll. Und Lela gehörte mit dazu. Denn es gab beim schütteligen Händler, so nenne ich ihn immer, ja noch das eine Baubuch und das ist immerhin 925 Gems wert. Und jetzt eins aus dem Inventar zu verkaufen, nur damit du das aus dem Shop holst, das habe ich nicht eingesehen, sondern ich habe eher eingesehen, dass ich damit was mache, nämlich direkt das Rathaus hochballern, habe ich getan. Also erstes Update für mich 2023. War auch die Lela. Ich habe noch zwei andere Rathäuser zusätzlich hochgeballert. Das wollte ich aber mal gucken, was hier eigentlich drin ist. Okay, das ist mau. 500.000, aber nehmen wir dann mit, wenn wir wieder ein bisschen Ressourcen Platz frei haben, würde ich sagen. Und ich muss sagen, so ein bisschen wundert es mich eigentlich, dass die Minen und Sammler 3 Tage brauchen zum Updaten hier auf Rathaus Level 11. Aber so ein Lager hier, das braucht nur 2 Tage, obwohl es viel, viel größer ist. Finde ich natürlich gut, die Zeit. Denn ich habe hier mit diesen Accounts überhaupt keinen Druck, irgendwas ganz schnell fertig zu haben. Deswegen mache ich jetzt tatsächlich auch erstmal das Goldlager und das Elixierlager hoch. Also jeweils erstmal 4 Stück haben wir davon ja. Und Priorität hat bei mir dann eigentlich immer Armeelager, Labor, Clanburg. Ich denke mal, die Reihenfolge könnt ihr mischen, wie ihr wollt. Aber das ist erstmal so das Wichtigste. Danach natürlich die Kaserne, dass wir die nächste Truppe bekommen. Denn die nächste Truppe ist hier der Eisgolem und den können wir natürlich super, super einsetzen. Aber ich würde sagen, wir hauen mal rein. Und zwar hatte ich ja gesagt, wir machen erstmal ein Elixierlager und wir machen ein Goldlager. Andersrum, ja, war jetzt andersrum die Reihenfolge. Und die beiden lasse ich erstmal ganz, ganz in Ruhe laufen, damit ich hier oben dann richtig viel dann am Ende eigentlich reinbekomme. Und was wir uns natürlich aus dem Shop rausholen, ist ganz klar, wir holen uns erstmal den Warden, denn der hat keine Bauzeit. Der hat keine Bauzeit, ein Rathaus Level 11 baue ich mir dann nachher, beziehungsweise klaue die irgendwo. Also den haben wir jetzt auch fertig und damit habe ich eigentlich jetzt schon das Kaufpaket kaputt gemacht. Ja, das habe ich damit kaputt gemacht, so nenne ich das auch immer, tollerweise. Denn das stand hier eben noch als im Shop drin. Und wenn ich es kaputt mache, ist es natürlich raus aus dem Shop. Denn dort gab es den Warden in direkt Level 5 und den Adler auf Level 2. Der Adler hat nämlich Bauzeit. Den holen wir uns auch raus aus dem Shop, weil der hat so ein bisschen längere Bauzeit. Aber vorher machen wir ja die vielen Mauern. Wo haben wir denn eine lange Gerade hier? Hier hinten haben wir eine lange Gerade. Und die werde ich dann auch integrieren. Ich möchte aber ganz gerne in die Richtung. Okay. Da gibt es, glaube ich, 25 Stück dazu. Oder waren es 50? 25 waren es. 25 Mauern gibt es dabei. Und dementsprechend ist hier oben jetzt nicht mehr so viel. Die Quellenfalle holen wir uns raus. So nenne ich die immer. Weil die halt immer so macht wie so eine Quelle, ne? So, die hat auch keine Bauzeit. Und dann haben wir noch 3 Bauarbeiter frei. Das heißt also, der Adler läuft leider ein bisschen länger. Alle anderen Sachen laufen auch ein bisschen länger. 10 Sekunden, 1 Minute, 2 Tage. Aber der läuft 5 Tage. Den lassen wir auch laufen. Wie gesagt, ich habe mit diesen Accounts hier überhaupt keinen Druck, irgendwas ganz schnell fertig zu bekommen. Denn die nehmen im Moment nicht an der Liga teil. Und so kann ich die hier ganz, ganz in Ruhe bauen lassen. Was ich dann auch eigentlich mache. Und wir nehmen hier unten das erste Armeelager. 6 Tage, 6 Stunden. Und auch hier das Armeelager, dann haben wir eigentlich alle Bobs ganz, ganz schnell beschäftigt. In 1,5 Tagen oder in einem Tag 21 oder 23 Stunden, also knapp 2 Tage, haben wir ja schon wieder 2 Bobs frei. Die lasse ich dann auch wieder weiterlaufen. Jetzt haben wir natürlich noch nichts Dunkles ausgegeben. Das ist nicht so schlimm. Das holen wir nach. Und das war jetzt der erste Account, den ich überhaupt nachgemacht habe, beziehungsweise den ich hochgemacht habe. Hier können wir natürlich auch reingreifen. Sehr ärgerlich. Das läuft in 20 Stunden ab. Das heißt, ich muss jetzt leider schon ein paar Gems nehmen, macht aber nichts. Ist nicht so schlimm. Ich habe alles eigentlich pickepacke voll. Uhrenturmtrank, 10 Gems. Jo, machen wir einfach mal so. Und solltet ihr in jedem Fall nicht vergessen, euch die Clan-Spiel-Rewards hier abzuholen.
Denn ansonsten verfallen die. Das ist also nicht so wie bei den beim Pass, wo du das am Ende dann nochmal konsolidiert irgendwo reinbekommst in die Info, so, du hast was nicht abgeholt, aber wir haben es für dich getan. Und danke, schreibt er da, okay. Können wir was spenden? Ja, wir können ein bisschen was spenden, Leute. Oh. Können wir ein bisschen schneller sein. Dann haben wir hier auch endlich mal ein bisschen was in Pass gespielt. Den habe ich nämlich hier auch noch gar nicht so richtig gemacht. 2,39 und dann nehmen wir die noch dabei. Das wird ja jetzt erstmal mehr. Also 260 Truppenplatz sollten schon drin sein. Und ich muss jetzt gerade mal überlegen, wen habe ich denn eigentlich noch gelevelt? Ich habe noch jemanden gelevelt. Ah ja, ich habe sie gefunden. Uschi war's. Ich habe sie gefunden. Allerdings habe ich Uschi. Uschi muss noch 2 Level für den Heldenlevel hier machen, aber auch hier stand halt das Buch an. Und sehr ärgerlich natürlich, wenn das wegkommt und die Accounts gehen. Die gehen ja bei mir sowieso so Stück für Stück hoch. Und ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, was hier bei 10 eigentlich das Besondere war. Das sieht man aber hier im Town Hall 10 Pack. Wir bekommen Inferno, wir bekommen X-Bogen. Schönes Buch der Helden, schönes Buch of Building, 11,99. Okay, wenn ich jetzt den ersten Inferno baue, dann ist auch hier dieses Paket wieder kaputt. Aber erstmal auch hier die Mauern rausgeklopft. Allerdings wird das hier nicht so schick sein wie eben auf dem anderen Account. Das heißt, hier müssen wir mal so ein kleines Ding bauen hier. So, machen wir mal so kleine Reihen, denn die kann ich so ein bisschen besser dann zu Anfang updaten. Ich bin jetzt nicht so einer, der überhaupt so Dörfer hat, wo man alles so auf einem hat und dann immer tauscht und sieht, was muss ich noch machen und was nicht. Das habe ich leider nicht. Da habe ich mir nie so die richtige Mühe mitgegeben. Also spielen wir erstmal Shopping Queen. Wir brauchen ja nicht so unheimlich viel. Und ich habe, glaube ich, ja, ich habe ja auch reichlich Raid Medals. Dann nehmen wir mal ein bisschen Elex hier. Dann muss ich jetzt nicht zwangsläufig farmen wie so ein Irrer. 2500, dann haben wir auch hier alle Bauarbeiter beschäftigt. Und die Laufzeit ist ja nicht wirklich lang. Ihr seht das. In spätestens 2 Tagen, 23 Stunden habe ich wieder alle frei. Aber der König geht in jedem Fall dann auf seine letzte Reise für Rathaus Level 9. Ja, aber so ein ganz, ganz kleines bisschen gerusht. Aber dennoch fand ich, dass mich Supercell hier ein bisschen genötigt hat, einige Accounts so ein bisschen abzudaten, nur durch diesen Bauhammer. Wenn das bei euch auch so ähnlich war, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch euch das nicht entgehen lassen habt. Ich meine, ich hätte dann wirklich hier den Hammer nehmen müssen aus dem Rathaus 9, hätte den verkauft für 50 Gems nur, weil Kaufen und Verkaufen steht ja überhaupt nicht in einer Beziehung hier. Und das wäre sehr schade gewesen, weil die Accounts gehen bei mir sowieso hoch. Ich habe eigentlich in der Regel, um ein bisschen Content zu bringen, immer noch Rathausstufen drunter. Wenn ich jetzt also mal ein cooles 8er Video machen will oder sowas oder ein 7er, dann habe ich da Accounts. Aber es geht halt immer ein bisschen weiter und dann soll es ja auch mit Uschi ein bisschen weitergehen. Uschi ist der Leader im Clan Herausforderer. Wir sind aktuell in der Liga und da werden wir einiges sehen hier in dieser Woche. Auch in den Livestreams natürlich, gar keine Frage. Also bleibt am Ball hier. Twitch.tv / Toto Clash ist mein Twitch-Kanal. Dort könnt ihr dann am Mittwoch und am Freitag wieder dabei sein. Wenn wir dort natürlich ganz, ganz viel live machen, am Wochenende denn auch. Also ich werde immer mal wieder gefragt, Toto, wann streamst du oder hast du spezielle Streamtage? Ja, habe ich. Montags, Mittwochs und Freitags. Und an Tagen, wo ich das dann nicht ankündige, schreibe ich das in der Regel in Discord, wenn ich da mal Bock habe, ob das dann Samstag ist oder Sonntag oder Donnerstag. Je nachdem, ist manchmal sehr, sehr unterschiedlich, je nach Zeit und Laune. Und Lust habe ich eigentlich immer. Aber die Zeit manchmal nicht und deswegen habe ich mich auf diese Tage erstmal versteift. Wenn euch diese Clickbait-Folge oder diese kleine Clickbait-Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und ich verbleibe erstmal vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt das Buch auch sinnvoll genutzt und nicht nur ausgegeben für 50 Gems. Bis dahin, euer Toto. Clasht!